So, moin moin, der YouTuber Teilzeitrektor hat den YouTuber Muscle Scorpion über eine Stunde auf dem Teamspeak interviewt. Muscle Scorpion ist in das Interview reingegangen, weil er, Zitat, sich von Teilzeitrektor und KuchenTV dadurch erhofft, den aus seiner Sicht negativen Content in einen eher positiven Content umzuwandeln. Er meint, Zitat, hetzen ist nie die richtige Option. Muscle Scorpion meint, dass er seinen Content und seine Titel und Thumbnails so macht, weil er natürlich weiter wachsen möchte und in 5 Jahren nicht straßenfähiger werden will. Er beteuert in einem Interview, dass er jedoch immer ehrlich zu den Abonnenten ist und auch selber zugibt, dass er klickgeil wäre. Er sagt aber auch, dass es ihn ziemlich hart getroffen hätte, dass er als aus seiner Sicht Heuchler dargestellt wurde, weil er sich selber eben nicht als Heuchler sieht. Ihn hätte es abgefuckt, dass gerade er für den Hashtag HeuchlerScorpion rausgesucht wurde. Teilzeitrektor erwidert, dass er gerade auch das Video Abrechnung mit den Trends von Muscle Scorpion ziemlich ironisch fand. Er hätte sich in dem Video sehr vorsichtig ausgedrückt. Und Muscle Scorpion meint, er würde sich natürlich mit niemandem gerne schlecht stellen wollen. Muscle Scorpion meint, dass sein Video über KuchenTV und KS Freak im Nachhinein ein Fehler gewesen ist und er es im Nachhinein am liebsten rückgängig machen würde. Was einfach hervorgeht, am meisten hatte Muscle Scorpion gestört, dass er sich als Heuchler dargestellt gefühlt hatte. Das Interview zwischen Teilzeitrektor und Muscle Scorpion war auf Augenhöhe. Ich kann euch das empfehlen, weil man dort einen sehr guten Einblick auch in einen so großen YouTuber findet. Mit über einer Stunde ist das natürlich ein bisschen lang, aber dafür auch sehr ausführlich. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung und grüßt ruhig mal Teilzeitrektor von mir. Insoweit kommen wir zum nächsten Thema. Der YouTuber Tanzverbot hat ein Video über Montana Black gemacht. Das Video trägt den Titel Montana Black geht zu weit. In diesem Video kritisiert der Montana Black, dass er gerade in der Weihnachtszeit besonders auch mit Hausbesuchen Werbung für seinen Merch machen würde. Er würde den Merch persönlich bei manchen Fans vorbeibringen, um andere wieder zu motivieren, diesen Merch in der Hoffnung zu kaufen, dass Montana Black auch bei ihnen vorbeikommt. Und er hätte sich auch ältere Zuschauer für diesen Hausbesuch rausgesucht, damit man den Eindruck bekommt, dass seine Community erwachsen wäre. Dabei würde man in den Kommentaren sehen, dass seine Community eher aus Kindern besteht, so Tanzverbot. Tanzverbot meint, dass Montana Black damit zu weit geht. In der Vergangenheit hat Montana Black häufig auch auf Tanzverbot reagiert und mal sehen, ob er hier auch wieder drauf reagieren wird. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Abgegrifft hat gestern ein neues Video hochgeladen, in welchem er behauptet, dass sein Video vom Vortag, welches er kurz nachdem es online gegangen ist, auch wieder offline genommen hatte, ein Prank gewesen sei. Er suggeriert damit, dass er seine Community nicht betrügen würde, denn das Ganze wäre ja nur ein Prank gewesen. Was natürlich interessant ist, wer sagt uns denn, dass das aktuelle Video von Abgegrifft nicht ebenfalls ein Prank ist, weil belegt hat er ja überhaupt nichts. Man könnte ja eher glauben, dass das Ganze eine Schutzbehauptung von ihm ist, dass er jetzt im Nachhinein versucht, das alles wie ein Prank aussehen zu lassen. Ich habe den gestrigen Tag dazu genutzt, mich mit Insidern aus der Griefer-Szene auszutauschen. Mir wurde mitgeteilt, dass der Content von den meisten Griefern fake sein soll und dass ja auch angeblich Kinder durch Minecraft-Server durch irgendwelche Ränge abgezogen werden würden. Wenn sich das bewahrheiten sollte, dann wäre das ein ziemliches Unding. Ich werde daher diese Szene im Blick behalten und bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herrn Newstime.